Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth mit mir, DF und was? Immer schon so dunkel hier in der Ecke? Wo ist Sephiroth? Ist ja auch egal. Ich hab nicht am selben Tag wie die letzte Aufnahme nochmal was aufgenommen. Ich muss einfach sagen, mir geht's momentan nicht so gut. Deswegen kann ich auch nicht so lange aufnehmen. Wo ist Sephiroth? Ich habe nicht so das Bedürfnis, lange aufzunehmen. Ich habe zwar ewig auf dieses Spiel gewartet und ich freue mich auch voll und so, aber irgendwie mir geht's halt ein bisschen kacke und deswegen kann ich, so gern ich wollen würde, dieses Spiel nicht so lange spielen. Wieso steht er da wie bestellt und nicht abgeholt? Was ist los, mein Freund? Huch, was bist du? Ein Muntisaurus. Synchroaktion. Während du das Blocken mit R1 kannst du durch Drücken des entsprechenden Tasten Synchroaktion im Team mit deinen Gefährten ausführen. Synchroaktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten und entscheiden sich je nach gesteuerten Charakter. Wenn du während des Blockens Touchpad drückst, werden weitere Informationen zu den Synchroaktionen angezeigt. Okay. Dann machen wir mal hier. Zwillingsklingen führt ein Team bis zu drei physische. Mit dem Team bist du drei physische Nahkampfangriffe aus, kannst gerne in der Luft eingesetzt werden. Also ich muss das hier drücken und dann. Und dann muss ich Zwillingsklingen, okay. Die Schockleiste. Unter der RTP-Leiste von Gegnern wird eine zweite Leiste angezeigt, ihre Schockleiste erst. Wussten wir ja. Also, das ist nichts Neues. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner in Schraucheln bringen. Wenn ein Gegner in Schraucheln kommt, wird schockanfällig unter seinen Schockleiste angezeigt. Greife nur mit Fertigkeiten oder Magie an, um seine Schockleiste besonders schnell zu füllen und ihn vollkommen wehrlos zu machen. Eine Analyse hilft dir, die Elementare und andere Schwachpunkte zu finden. Apropos Analyse. Cloud ist gerade nicht bereit. Die Analyse einzusetzen, deswegen kämpfen wir ein bisschen mit Cloud. Du setzt dann Analyse ein. Warte, das war keine Analyse, das war ein Mutangriff oder so ein Krempel. TP-Unterheilung, verlorene TP, Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke oder Magie wie Vita regenerieren. Sinkt die TP aller Gruppenmitglieder auf Null, heißt das Game Over. Ja, Cloud ist voll im Eimer. Warte. Sephiroth, Magie. Ja, mach mal Vitra auf Cloud. Damit er mir hier nicht wegstirbt. Aber. Ich wollte eigentlich. Aber der tut richtig weh. Und der ist nicht richtig anvisiert. Fertigkeiten. Ich dachte, ich hätte eine Analyse gesagt, was ich machen will, aber anscheinend. Okay, wirksam Wind. Ausweichen. Viereck. Nichtsprecher. Keine Bewegung. Okay. Aua. Muss das beenden. Magie. Vita. Vita auf Cloud. Und dann mache ich nochmal hier. Sammelt durch gedrückt halten der Taste Kraft und entlädt sich beim Loslassen einen mächtigen physischen Angriff. Führt beim guten, gut getimter Reaktion auf einen gegnerischen Angriff im Team einen Konter aus. Konterfeuer, okay. Dann mal los, Sephiroth! Konterfeuer? Okay, lass mir den Quatsch. Versuchen wir richtig zu kämpfen. Nicht gut. Magie. Nochmal ein Vita auf. Schaut, damit der mir hier nicht wegstört. Wer bin ich? Sephiroth. Das ist irgendwie nicht so geil gerade alles. Fertigkeiten, Höllenpforte, der Muntisaurus. Zack. Schockanfällig. Schock. Wenn die Schockleiste von Gegnern komplett gefüllt ist, stehen sie unter Schock und sind für kurze Zeit
handlungsunfähig. In diesem Zustand sind sie nicht nur völlig wehrlos, sondern erleiden auch besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfertigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATP-Leiste schneller aufladen. Nutze diesen Effekt, um einen geschockten Gegner mit mächtigen Fertigkeiten und Magie den Rest zu geben. Warte, ich kann Limits einsetzen. Wie setze ich nochmal Limits ein? Warte, so hier. Mach 8 Streich. Beeilen wir uns. Da 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 da. Ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, aber wir haben es dann am Ende des Tages doch geschafft. Das ist aber eine Truhe. Ich sollte heilen. Hier ein Supertrank auf Sephiroth. Warte, es ging doch auch, dass man. Welche Taste muss man? L1 zum Wiederholt einsetzen. Hier erstmal auf dich und dann auf Cloud. Okay. So, dann wollen wir mal hier hoch. Und die Truhe da holen. Hier machen wir auf. Mach mal auf. Sephiroth, du stehst vor der Truhe. Hier mit Kreis. Komm, guck mal da runter. Wo genau war diese Materie? Ich habe sie von unten gut gesehen, aber von hier sehe ich hier. Also jetzt sehe ich einen Scheißdreck. Da ist er. Was ist denn da Feines? Präzise Abwehr. Was ist denn jetzt los? Wieso ruckelt das wieder? Das Problem ist auch, ich sag ganz klar, dass es ruckelt und in der Aufnahme, also später im Video, ruckelt es halt nicht und das fühlt mich immer doof. Ich habe mittlerweile mein Screenshot-Programm geändert, weil. Also ich benutze jetzt ein anderes. Weil es immer geruckelt hat, wenn ein Screenshot gemacht worden ist. Das ist Analyse, das ist Eis. Eis könnten wir vielleicht wegmachen. Was haben wir gerade bekommen? Das ist diese Abwehr. Plus. Verlängerte Eingabefenster für präzise Abwehr. Ich wehr so selten ab, da brauche ich das glaube ich gar nicht. Nö, machen wir erstmal nicht. Hier geht's nicht lang, sondern hier. Oder die Leiter empor. Warte, ist hier irgendwas? Ah, ich höre wieder Viehzeug. Genug. War keine große Sache. Ja, die sind halt kein Problem, aber wenn dann man. Also dieser Montisaurus, der hat mir doch schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Oder sollte ich wieder das Screenshot-Programm auch ausmachen, weil irgendwie ruckelt. Ich denke mal auch, das ist nur in der Vorschau. Also ihr seht es halt dann nicht, aber das nervt halt beim Spielen. Da ist eine Materia. Da geht's glaube ich weiter. Tief, hast du mich geschubst? Wo sind wir denn hier? Materia. Automagie. Ich weiß, was die macht. Bin ich aber jetzt an sich nicht so mega prickelnd. Automagie. Automatischer Einsatz von Magie. Nur das automatisch verbundene Material, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Wollen wir mal weiter. Oder ich mach mal kurz eine Pause. Ich habe ein paar Einstellungen gemacht, damit die. Und das sieht so aus, als wären die Ruck. Ah, scheiß drauf. Aber die Ruckler, die sind halt auch nicht in der Aufnahme, aber nerven trotzdem hart. Ich mache einfach das Aufnahme, hier das Screenshot-Programm, mach einfach aus. Mach mal so. Warte.
irgendwie will das nicht. Okay, ja, ich spiele einfach mal weiter. Warte, bis da irgendwie was passiert. Weil das Programm hat sich, glaube ich, aufgehangen. Hey, hier sind ein paar Kisten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass irgendwie ein Boss auf mich wartet. Mal abgesehen davon, dass ich weiß, dass ein Boss kommt, wegen Trailern und so. Dass hier irgendwo ein Boss rumlungert. Ach nee, nicht schon wieder, ne? Das habe ich schon beim letzten Mal irgendwie. Das hat mich ein bisschen rausgehauen. So nach dem Motto, warum mache ich das überhaupt? Was hat das mit irgendwas zu tun? Hallo Tifa. Ich muss. Das Programm ist ein bisschen hart am Verkacken. Ich versuche das gerade mal mit Taskmanager zu schließen. Ob dann jetzt hier. Ja, ich glaube, die Vorschau läuft jetzt flüssiger. Und das, die Aufnahme sowieso. Und eine Materie. Meteorit. Das ist doch interessant für Zephyros, oder? Ja, ist kein Meteor, aber hey. Meteorit ist schon nah dran. Hier Dreieck. Ich glaube, ich nehme. Was ist das denn? Flächeneffekt, ja. Schade, dass das nicht verbunden ist. Meteorit. Meteorit. Da hier. Möglichen Einsatz von Meteoritmagie. Komet und Kometeo. Ich glaube, das will ich drin haben. Dann mache ich auch Automagie an, damit Cloud das auch immer schön einsetzt, damit ich das nicht selbst machen muss. Ja, aber hier müssen wir wieder denselben Quatsch machen. Wie beim letzten Mal ziemlich. Was ist denn hier los? Halten. Ziemlich unlustig, finde ich. Ah. Wow, ein weiterer Schritt in diesem komischen Minispiel. Was hat das mit irgendwas zu tun? Das ist halt ein. Ah, L2, nicht R2, ich voll Idiot. Aber R2 können wir auch gedrückt halten. Weil dann geht das alles ein bisschen schneller von der Hand. Weil. Das haut einen so raus, meiner Meinung nach. Weil das so mit dem restlichen Gameplay einfach nichts am Hut hat. Und es wirkt. Ja. Wirkt halt so mega out of place. So, als hätte das mit nichts irgendwas zu tun. Das Kabel ist zu kurz. Merke ich gerade. Ja, dann gehen wir mal rückwärts. Düt, düt, düt und so weiter. Dann gehen wir hier wieder rein. Ist so doof, dass ich beide Trigger halten muss. Was ist das denn gerade? Ich dachte, ich hätte das mit dem Screenshot-Programm gelöst, indem ich einfach ein anderes benutze und das ein bisschen sparsamer mit den Ressourcen umgeht. Willst du mich verarschen? Also, ich wollte schon sagen. Luftverunreinigung beseitigt. Lift wird entriegelt. Aber am Arsch. War leider nicht so. Hat dann doch nicht so geklappt. Also muss ich. Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Ich habe andere PlayStation 5 Spiele aufgenommen, da hatte ich nicht das Problem. Warum das jetzt so ist, verstehe ich nicht. Ich werde auf jeden Fall die Screenshots bzw. die Thumbnails aus den Videos rausnehmen. Hier irgendwas? Interessekamera, hör auf. Ein Supertrank. Hier ist eine Truhe. Ich werde immer nervös, wenn ich Elixiere finde. Vor allem so früh im Spiel. Ich meine, das ist ja hier ein. Ich habe die Rückenlehne nicht
wirklich gesehen, weil es so dunkel hier ist. Aber ich habe gesehen, dass es eine Bank ist. Vor allem so früh im Spiel macht das mich nervös, aber das hier ist auch ein Rückblick. Deswegen geht das alles klar. TP und MP. Warte. Wieso sollten wir hier runtergehen wollen, wenn da eine Treppe nach oben führt? Hier. Hier erstmal runter, weil da eine Truhe ist. Deswegen. Ich dachte, ich habe gesagt nach unten. Cloud. Wieso hörst du nicht auf mich? Und wenn du so vor da ist, ist es teilweise dunkel. Weißt du, aus dieser Perspektive ist das überlichtet. Ich habe nicht gesehen, was wir bekommen haben. Aber aus anderen Perspektiven ist das so dunkel wie Scheiße. Also ich verstehe, der Lichteinfall in dem Spiel sollte sowieso richtig Banane sein. Guck dir das an. Und dann guck dir das an. Ich sehe... Ah, schon gut. Die Hand vor Augen nicht, wollte ich sagen. Jetzt geht's ja. Mal, ist das der Ausgang? Das sieht ja nicht wie eine Arena aus. Ich will mich hier so ein bisschen umgucken. Sieht hier gar nicht wie eine Arena aus. Und wir haben uns nicht vorher heilen können. Also wir haben uns vorher heilen können, deswegen... Tifa? Wieso hat sie sich dahin teleportiert? Wartet. Was denn? Ja, da ist Marco. Also... Ja, Marco. Moin! Aus dem kleinen Löschlein. Moin! Der... Wie hieß er? Ein Materiahalter oder so? Jetzt kannst so? Du endlich den Helden spielen. Könnt drauf verzichten. Materia Wächter, so hieß er. Als wollten wir hier etwas stehen. Erklär das unserem Freund hier. Musik. Ja. Ich muss mehr auf meine Abwehr achten. Deine Bewegung. Ups. So. Ja. Mach mal eine Höllenpforte. Sei mal so nett. Und Cloud, setz du mal ein Video ein, wenn du gleich kannst. Ankrallen, da sollte ich ausweichen. Dann los! Das hat jetzt nicht so das gebracht, wie ich das haben wollte. Ja, ich mach nochmal eine Höllenpforte. Handkrank ist nicht so gut. Das ist die falsche Taste zum Ausweichen. Körperteile des Gegners zerstören. Manche Gegner können bestimmte Teile ihres Körpers anvisieren und angegriffen werden. Durch die Zerstörung dieser Körperteile können die Gegner geschwächt und mächtige Angriffe unterbunden werden. So kannst du das Kampfgeschehen zu deinen Gunsten beeinflussen. Okay. Das finde ich jetzt nicht so geil, was du da machst. Mach mal eine Höllenpforte auf das Teil, wo Cloud dran ist. Dann sind sie füreinander da. Das ist nett. Okay, erste Phase. Was? Was das? Nee, das war's nicht. Jetzt hat noch volles, also einen halben Lebensbalken. Was macht das? Es krabbelt an der Decke. Aber wieso? Ganz schön clever. Okay. Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Blitz? Warte. Blitzhaar. Ich kann ja... Ich habe ja, glaube ich, Amplifikation drauf. Deswegen triff ich ja alles. Ja, mach Höllenpforte. Ich mach das. Oder auch nicht. Jetzt auf die Beine. Klau. Auf die Klauen. Hol es runter. Ja, hol runter. Komet. Komet. Ja, Komet. Kostet 29. Ja, mach auf das Vorderbein. Aua. So. Komet. Ich sehe kein Komet, aber... Hier für dich. Wie kann ich... Wie komme ich... Also... Und überhaupt. Wie komme ich jetzt daran... An, ohne Magie. Okay.
Magie. Vita auf Stepheros. Ja. Ja. Verdammt, nicht schon wieder. Was kannst du eigentlich? Das ist ein netter Spruch. Ja, Höllenpforte. Nochmal eine Höllenpforte. Ich mag diesen Angriff aus irgendeinem Grund. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Hier für dich. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädst dich deine Limitleiste auf. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in deinen Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATB-Einheiten. Ich habe ein Limit. Den habe ich eben, glaube ich, nicht richtig einsetzen können. Ach, Streich. Oder habe ich? Ich glaube, der Gegner ist gerade gestorben, als ich den eingesetzt habe. Lebst du noch? Ja, leider. Cloud ist ein bisschen angeschlagen. Vielleicht sollte ich ihn heilen. Ich glaube, Komet können wir nicht einsetzen, weil hier eine Decke ist. Aber verfolge. Gut, Stan. Stamp ist der Hund von dieser Propagandahund von Shinra. Moin. Sephiroth und Clouds Synchro-Fertigkeit Kreuzspirale kann nun eingesetzt werden. Verwenden Sie, um die Materiewäsche hinunterzustoßen. Kreuzspirale lässt sich Kommandomenü unter Synchro-Fertigkeiten auswählen. Okay. Kommandomenü Synchro-Fertigkeiten. Kreuzspirale. Auf die Materiewäsche. Okay. Jetzt. Aber. Was? Wow, sowas schafft echt nur ein Hit. Ich wollte gerade sagen, die haben noch gar nicht richtig eingesetzt, ihre Attacke da. What the f... Was war das denn für ein Scheiß? Fertigkeit, Höllenpforte, Cloud, du machst sowas ähnliches mit Mutangriff. Und dann setzt du nochmal eine Höllenpforte ein. Oh, ich flotte weg hier. Hat er wieder Cloud? Nein, hat er. Doch, hat er. Linke sind dabei. Vielen Dank, Mann. Tu was dafür. Na klar. Na, ich heil mal. Ich. Oh, wir haben. Doch, wir haben MP. Aber wieso. Wieso kostet das gerade 0? Ich glaube, normal ist nicht erreicht, vollkommen aus. Wieso hast du das jetzt nur gekostet? Unendlich MP, was ist da los? Ich mach mal. Feuer haben wir nicht, ne? Dann machen wir mal einen Blitz. Ein Blitzgar. Wieso geht das nicht? Wahrscheinlich, weil ich die Synchro-Vertigkeit einsetzen muss. Kreuzspirale. Das geht nicht, weil Cloud hat nicht alles voll. So wie es aussieht. Ich wechsle mal. Setz mal. Ja, lass Komet mal Komet sein. Wieso haben wir Eis? Ich dachte, ich hätte Eis rausgenommen. Egal, Cloud, Eis. Zu mir. Schon da. Vergiss die Abwehr nicht. Ja. Das war's. Allein schaffe ich das nicht, Happy Ross. Okay. Dieses Marco gefällt mir nicht. Haben wir ein Limit. Atomisator. Schleudert einen Gegner mit dem Schwert in die Luft und versetzt ihm damit mehr verheerende Schläge. Schockpotenzial groß. Ja, Atomisator. Lass mal sehen. Ich mach das. Jetzt oder nie. Ja, besiegt. Die Sau. Oh shit. Bring es zu Ende. Komm, mach. Meine Fresse. Gut gemacht. Ein Loop von Sephiroth. Da freut sich aber einer. Jetzt mach mal halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig.
Das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Das passiert jetzt noch. Klar. Nur Geduld. So. Der Marco-Reaktor. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt diese Folge hier mache. Weil ich Angst habe, dass das zu lang wird. Du wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drinnen aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Oh, aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Ja, du. Namenloser Soldat. Nicht Soldat. Tschö. Ja. Gut. Ich vergesse immer, wie sie heißen. Wehe, mir passiert was. Ah, herrlich. Ich hätte gern mit dem Dude geredet. Ich wäre auch gern mit reingegangen. Dieser Typ kriegt den Mund wohl echt gar nicht auf. Ja, dieser komische Typ da. Komischer, ja, ne? Der komische Typ da. Hier. Ich heile mal eine Runde. Ich kann auch so heilen. Ich brauche nicht ins Menü zu gehen. Ja, ich nehme Megatränke, weil wieso nicht? Brauche ich Megatränke? Also muss ich noch überhaupt heilen? Weil wenn das wie im Original ist, dann ist hier die Erzählung bald, ich spoilere ein bisschen, bald vorbei. Ja, ich gehe. Ich habe Angst, dass wir zu viel Story auf einmal jetzt abbekommen. Deswegen mache ich hier, glaube ich, sogar Pause und nehme ein anderes Mal auf. Die nächste Folge. Aber ich mache erst einmal eine Pause. Entschuldigung, ich musste kurz weg und konnte deswegen nicht richtig verabschieden. Und einfach so wollte ich jetzt auch nicht die Folge beenden. Eher speichern. Ah. Neues Thumbnail beim Speicherplatz. Ich hasse es eigentlich immer, nur eine Folge pro Tag aufzunehmen. Aber wie am Anfang der Folge gesagt, mir geht es einfach gerade nicht so gut. Und irgendwie schaffe ich es gerade nicht, so von meiner Laune her, mehr als eine Folge aufzunehmen. Ich wollte gestern schon ein bisschen mehr aufnehmen und dann habe ich auch nur eine Folge geschafft. Vielleicht nehme ich gleich schon was auf, aber auf jeden Fall höre ich jetzt schon mal auf zum Schneiden, Rendern, damit die Folge für morgen fertig ist. Und dann nehme ich gleich vielleicht noch was auf, wer weiß. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und bis demnächst.